Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja das Problem mit den Tieren, die hier wirklich viele Probleme machen aktuell. Aber wir kümmern uns so gut wie es geht drum. Die Forschungen gehen hier auch sehr gut voran. Bald haben wir schon wieder ein neues Getränkestand, die wir dann aber nach da vorne mal exportieren werden, beziehungsweise werden dafür einen neuen Platz machen. Ich würde jetzt hier vielleicht das Dallschafgehege hinsetzen, so hier hin. Das Problem verstehe ich halt absolut nicht. Was heißt hier mit mehreren Gehegeeingängen? Wir müssen vielleicht dich nochmal wieder reinschieben. So. Machen wir auf 20 Meter Länge und. Ne, das ist keine gute Idee. So, und jetzt nehmen wir wieder Glas. Wir haben Stahl, Alter, was wir schon alles haben. Elektrisch. Beton, nee, ich hätte hier gerne wieder Glas. Meter lang. Oder vielleicht ein bisschen kürzer. So, okay. Und dann nach hier vorne. 20 Meter Ecke. Und dann lassen wir das nach da oben münden. Ich hätte gern, dass das hier angeschlossen wird. Gelände ist zu uneben, um zu platzieren. Ja, ihr seid mal witziger, Herr Weiß. Nein, geh an den Stämmen ran. Plus. Nein, gib mir den diesen Pfosten zu erreichen, der ist immer. Nein, oh, was macht der denn schon wieder? Gelände zu uneben zum Platzieren. Ja, dann muss ich wahrscheinlich das Gelände kurz glätten mit einem kleineren Pinsel, der vielleicht ein bisschen fand. Oh, der ist ein bisschen zu fand. So, okay. Jetzt muss es aber funktionieren. So, geht doch. Zack, angeschlossen. Ah, es ist sogar ein Gehege geworden. Perfekt. Ich überlege gerade, ob wir hier nicht noch einen Pfad nach oben bauen. Das wäre eigentlich schlau, ne? Bedeutet, wir müssten eigentlich nur hier die Barrieren mal entfernen. Warte mal, wo ist denn hier der Schnellabrissmodus? Ne, haben wir gar nicht. Zack, weg, zack, weg. Dann Gelände.
nehme es einfach hier einfach an. Dann glätten. Und dann bauen wir einen Weg nach unten. Warte mal, das müssen wir jetzt nochmal. Was ist, wenn wir den Weg löschen? Nee. Wie konnte man nochmal die Wege anpassen? Also wenn ich jetzt sage, ich will von hier unten einen 6 Meter breiten Weg. Zwischendurch vielleicht ein bisschen. Nein, oh, das war der falsche Punkt schon wieder. Ich hab's echt drauf. So. Zack. So. Dann würde ich hier Einwegspiegel reinbauen, damit sie einen hier nicht sehen. Nee. Glas. Einwegspiegel. Da siehst du nichts, da siehst du was. Perfekt. Hier auch wieder Einwegspiegel. Und hier auch nochmal Einwegspiegel. Da kann ich jetzt, wenn es so... Was ist jetzt passiert, hä? So, und damit können wir dann hier noch reinschauen. Genau, perfekt. Die hätten hier zum Beispiel auch ihre Ruhe, weil sie einfach nichts sehen. Und darüber können die Leute auch wieder nach oben gehen. Alles gut. Eingang haben wir ja schon, aber wir machen trotzdem nochmal einen zweiten Gehegeeingang, einfach weil sicher ist sicher. Ich hätte lieber einen zu viel immer als einen zu wenig. Wenn ich hier einen platzieren kann, ne? Kann ich hier irgendwo einen platzieren? Wahrscheinlich einfach alles zu nah. Barriere anpassen, Bogen. Hölzerner, warum sollte ich einen hölzernen Gehege einbauen? Ich darf keine mehreren Zugänge zum Beispiel bauen. Ah. Dann würde ich aber hier die... Kann ich die nicht umbauen zu Einwegspiegeln? Immerhin sind es Dallschafe. Und wenn die sehen, dass da drüben Krokodil rumhüpft, dann sind die nicht so erfreut. Denke ich mal. Auf jeden Fall werden die es nicht wirklich sein. Oh, yeah. Aber da könnte man zum Beispiel nochmal probieren, wenn ich hier auf Barriere gehe und einen weiteren Eingang platzieren würde. Nee, das lasst er nicht, weil mehrere Hegel-Eingänge nicht erlaubt sind. Aha. So. Also ganz ehrlich, mein Zoo schaut eher mehr nach Chaos aus. Obwohl, so, da ist schon noch strukturiert, also das ist so kein Bock mehr.
Also rein theoretisch könnten die ja den Weg auch schon benutzen, ne? Oder sind die pausiert? Ach so, die sind pausiert alle. Die sind ja alle pausiert. Habe in deinem Zoo mindestens 1950 Gäste. What? Wir könnten mal gucken. Dallschafe. Was brauchen die? Ich bräuchte eine Info zur... Nein, ich brauche zu Dallschafen Infos. Ist ja wurscht. Da ich denke, dass Dallschafe es schön kühl mögen, werden wir als erste Amtshandlung, so dass wir die vorbereiten können. Wo ist es denn? Temperatur. Ach, das wird unter G gefallen, ne? Eine Klimaanlage einbauen. Schauen wir mal, wie die reagiert. Wir setzen sie auf gemütliche minus 20 Grad. Auf jeden Fall nicht nach oben. So. Die muss es halt jetzt von gemütlichen 20 Grad hier in der Umgebung auf minus 8 runtersenken. Stattdessen müssen wir halt nochmal eine bauen. So, ich hoffe mal, das wird reichen. Alle fürs Erste auf gemütliche minus 20 Grad stellen. Ah, minus 15, ah, nee, minus 20. Auch du auf minus 20. Ich will hier notfalls ein Schneegebiet eröffnen können. So, minus 20. Bedeutet, dort ist es echt freezing cold. Die Leute, die hier vorbeigehen, sind... Sollten sich vielleicht eine Jacke anziehen. Das ist die Kältezone hier in der Umgebung. Also man redet hier von ein paar Tiefdruckgebieten. Umherum ein Hoch. Scheiße. Apropos Wasser. Oh, die Wasserabdeckung ist sehr gut hier. Dann will ich doch hier einen Wasserpunkt hinmachen. Bedeutet geländemäßig... Größer wieder. Ein bisschen ausglätten. Ruhiges Wasser. Friert das eigentlich jetzt dann? Ich weiß es nicht. Und jetzt würde ich mit dem Geländestuhl, mit dem Malwerkzeug schnell hier überall Schnee hin tun. Afrikanisches Bison wird bald erwachsen. Ja, das hat jetzt semi-gut funktioniert. Also es ist schon viel. Aber halt auch nicht alles. Also ich kann ja darüber auch nicht das ganze Zeug machen. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel ein bisschen höher platziere.
Dann das Gebiet noch mal weiß färbe. Ach, der muss erstmal auf 0 kommen mindestens. Ah, da kommt es auch wieder. Dann setze ich euch, also dich, welche sind in die Mitte. Und tu noch einen hinsetzen. Dann versuchen wir mal so gut wie möglich alles auszukühlen. Alle schön runterpumpen. Da ist es kalt. Der müsste gleich den Rest hier auffüllen. Mit einem schönen kühlen Gebiet, genau. Und die Kantenpunkte, die können wir noch irgendwie verstecken. Das sollte kein Problem werden. Unser Schneegelände. Dann würde ich sagen, tun wir die Tiere rein, aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.